So, Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Horizon Zero Dawn, dem DLC Frozen Wilds. Und wir sehen hier ein paar Tiere. Und ich muss ja ein paar Tiere anzünden. Tutorial hier. Und das werde ich machen und diese Maschinen werde ich danach reparieren. Ich muss ja auch für eine Trophäe 5 verschiedene Maschinen reparieren. Ja, und da gucken wir jetzt einfach mal, wie wir das am besten machen. Ich werde ihn jetzt einfach mal hier anzünden. Was geht ab? Hey Aloy, und jetzt? Aber ich habe ihn jetzt in Brand gesetzt. Ah, okay. Das ist gut. Jetzt gehen wir mal eben in Deckung. So. Oh, wen haben wir da aufgeschreckt? Oh no, wo kommen... Ja, ach, die suchen dich, sag bloß. Wo kommen die denn jetzt her? So, und wenn der jetzt mich nicht mehr sucht, dann werde ich ihn schnappen, ihn überbrücken und dann reparieren. Das ist... Er sucht mich, ja? So, komm mal hier hin. Zack. Und jetzt reparieren wir ihn. So. Das müssen wir mit 5 verschiedenen machen. Das heißt, wir haben jetzt einen. So einen. Nein, jetzt schwimm doch nicht in dieser kleinen Luke hier. Da hier hinten ist unser zweites Tier. Hallo. So. Ich muss jetzt erstmal verschwinden, die mich nicht mehr finden. Also wie das aussieht, werden die mich noch ganz... Das ist ja hier Open Field, ey. Okay, die finden mich gerade nicht mehr. Okay, doch. Aua. Scheiße, ich wollte ihn überbrücken. Überbrücken wir ihn? Ich hoffe, dass... Ach mein Gott. Chillt doch einfach. Oh, hallo. Okay, das könnte sich so ein bisschen schwieriger gestalten, als ich gedacht habe. Aber auch nur, weil das hier so Open Field ist, ne? Ja, weißt du, du findest mich ja anscheinend. Jetzt überbrücke ich ihn. Ach so, einfach geht das natürlich auch. Ja, gut, das ist natürlich dann nicht schlecht. So, wir haben ihn überbrückt. Alter. Hau ab. Jetzt reparieren wir dich. Oh, sehr gut. Okay. Das war gut. Jetzt haben wir, wir haben 2 von 3. Und wir haben auch welche wieder repariert. So, wir müssen 5 verschiedene. Das heißt, hier hinten sind die beiden dicken. Das Problem wird eher die Lohe werden hier. Er ist in Brand gesetzt, oder? Er ist in Brand gesetzt. Zählt nicht? Boah. Oder kann ich? Boah, ja. Hallo. Okay, ja, vielleicht weil das so ein Feuerviech ist, kann ich ihn deswegen nicht im Brand setzen?
das möglich? So, der eine ist jetzt... Na, jetzt müssten wir den theoretisch dann überbrücken. Muss ihn jetzt überbrücken und dann reparieren. Das Überbrücken wird wahrscheinlich kein Problem sein. Den Turm. Der Turm ist ja kaputt. Das heißt, dass hier drei sind. Das ist halt. Wie haben die. Hä? Wie haben die mich denn hier gesehen? Ja, was ein Blödsinn. Können mich doch hier gar nicht sehen. Muss gucken, wo er da hinten lang geht. Ich will Ziel nicht abwählen. Ich will eigentlich herausfinden, wo er lang geht. Aber so wie es aussieht, buggen die sich da gegenseitig fester. Das ist natürlich auch super. Ich muss ihn dann einfach nur zu mir rufen. Wohin? Ach, da hinten. Funktioniert jetzt gerade nicht so. Warum sind die denn jetzt so abgelenkt? Ich will einfach nur, dass einer hier hinkommt. Mehr will ich ja gar nicht. Aber gut, die haben gerade andere Sorgen, ne? Boah, der Stein hat ihn ja voll getroffen. Komm mal hier hin. Hey Mister, komm mal hier hin. Einer von euch noch. Einer hier hinkommt, ist ja schon mal super. Komm. Ach je. Anstatt ihn zu überbrücken, nimmt sie den Stein auf. Was war das denn jetzt? Mädchen. Aber nicht der Plan. Ginge hier Festigkeit. Ach, hey. Ach, er kommt hier sowieso hin. Noch einfach jetzt weggehen. Hier runter. Komm mal hier hin jetzt. Lass uns das noch mal versuchen. Komm. Geh mal dahin. Jetzt kommst du dahin. Ich will den ja nur überbrücken. Oder jetzt hier hin. Ja, genau. Genau da. Ja, hau den Baum um von mir aus. Solange du dich da nicht dran festwachst, ist alles gut. Das geht nicht. Warum kann ich das denn nicht? Ich habe das doch gelernt. Also ich muss es eigentlich können. Was für ein Blödsinn.
Was für ein Blödsinn. Ich weiß das. Das weiß ja. Okay, ich gehe irgendwo anders in diesen Scheiß. Pirscher. Pirscher sind kacke. Der Sänger. Oh. Hier, gehen wir zu denen hier. Ach, weil vielleicht sind die Brüll... Ah, warte mal. Vielleicht kann ich die... Sind die Brüllrücken gar nicht dafür gemacht? Das kann natürlich sein. Dass man sie gar nicht überbrücken kann. Na, ja, überbrücken entsperrt. Na doch. Kann ich doch. Was ein Quatsch. Nein. Nicht den Dachs anzünden. Ach, so ein Kackvogel. Ja, so ein Kackvogel geht natürlich auch. Ey, Kackvogel. Ja, alles klar. Anscheinend zählt der Kackvogel nicht. Keine Munition mehr. Ja, ach. Ach, Mann, ey. Dass das aber immer so kompliziert sein muss, verstehe ich nicht. Na, er ist jetzt da hinten. Den Kackvogel kann man aber überbrücken. Ist das korrekt? Einmal gucken. Wo ist er? Da. Entsperrt. So. Wenn der Kackvogel ja hier hinkommt, ist das ja gut. Das wäre geschafft. Ja, der kann ja ruhig hier hinkommen. Kriegt es nicht mit. Er geht einfach. Er ignoriert mich komplett. What the fuck? Aber sobald ich da spawne, ist er auf einmal da, ne? Dann schleiche ich mich jetzt an ihn. Was ist denn da der Dachs? Da. Ah. Er ist so halb im Schnee drin. Na, der Kackvogel geht jetzt hier lang. Hier muss ich ihn überbrücken können. Hä? Ich will ihn überbrücken. Warum geht das denn nicht? Kannst du mir das mal sagen, warum das nicht geht? Ja, kann ich nicht. Kann ich nicht. Mehr als an ihn rangehen kann ich doch nicht. Ja, dann habe ich da keinen Bock drauf. Habe ich keinen Bock auf diese Quest. Das ist ja immer richtiger Müll. Wirklich. Das ist ja richtig, richtig schlecht. Das ist ja richtig schlecht. Muss mir erstmal Lore kaufen. Ne? Was ein Blödsinn. Ich stehe doch vor ihm, unter ihm. Warum kann ich ihn nicht überbrücken?
Ich konnte ja auch von den Stürmern, die Stürmer, die waren ja auch kaputt. Also es kann ja nicht mehr daran liegen, dass man nur unbeschädigte Tiere überbrücken kann. Das ist ja Blödsinn. Also weit. Oh ja, Lohe. Das war's schon wieder. Das ist aber auch eine Waffe, die nimmst du aber auch nicht häufig. Kann ich dir ja jetzt schon sagen. Nehme ich ja nur noch, um einen in Brand zu setzen. Ich muss nur drei Tiere in Brand setzen. Dann könnten wir auch hier hin. Aber das mit dem Überbrücken und Reparieren, weißt du, da habe ich glaube ich gar keinen. Ich glaube, wir probieren das diese Folge komplett und dann machen wir nächste Folge halt wirklich Hauptquest komplett weiter. Also nur mal gucken, wo wir jetzt hier Tiere finden. Also erstmal müssen wir einen anzünden. Warte mal, wo sind denn? Weiß das? Nee. Wir gehen jetzt in die Richtung. Ich will so einen Panzerknacker hier mal haben. Leid, dass ich dich bestehle. Gegen wen kämpft ihr da? Lanzenhörner. Oh ja, Lanzenhörner. Lass mir da mal eins am Leben. Bei ihm kann ich überbrücken. Der ist auch geschwächt. Aber jetzt repariere ich ihn. So. Und ihn zünden wir an. So. Läuft doch. Warum nicht gleich so? Perfekt. Dankeschön. Ah, warum muss das immer so schwierig sein? Verstehe ich nicht. Ach, Eichhörnchenhaut. Ich habe ein Eichhörnchen ja gesehen. Okay. Ah, ja, nehmen wir erstmal wieder eine andere Waffe. Wurmschleuder? Nö, nehmen. Ist im Endeffekt egal. Nehmen wir wieder die Sprengschleuder. Zack. Wer ist denn da oben? Achso, er wieder. Brauchen wir nicht. Okay, jetzt gehen wir da runter zu den Knackern. Also wir haben jetzt drei verschiedene schon mal überbrückt und repariert. Jetzt müssten wir das hier mit so... Da sind sie doch schon. Das heißt, ich schwäche ein. Soll's ja nicht. So. Er ist jetzt geschwächt. Jetzt kommt er im Optimalfall hier hin. Ich kann ihn überbrücken. Sachs. Genau, komm hier hin. Und dann lässt du dich überbrücken, mein Freund. Dann repariere ich dich und dann sind wir schon mal wieder einen gewaltigen Schritt weiter. Komm, dreh dich um, geh einfach. Nein, nicht stiller Stark, ich will überbrücken. Ach ja, ist das auch wieder so einer, den man nicht überbrücken kann, oder was?
auch wenn ich da an ihm stehe. Na, warte mal, ich konnte ja bei dem letzten. Konnte ich ja, wenn er angenockt war, ihn überbrücken. Nee, hier geht das nicht. Ah, oh, Mädchen. Geh doch da einfach raus. Ah, direkt in die anderen reingelaufen. Schön. Ich war da draußen. Ich war eindeutig aus diesem Kreis raus. Aber anscheinend gibt es hier ein paar, denen man nichts machen kann. Ja, sag bloß. Ja. Kann nur ein stiller Schlag machen. Überbrücken geht nicht. Überbrück doch. Überbrück doch. Hier sind doch... Mein Gott. Es kommt noch nicht mal das Symbol. Ja, ja, gut, ja, weißt du, hier gehe ich. Versuch's mit dem Versänger mal. Ja, was mit dem Versänger? Wird bestimmt gut werden. Über Brücken gesperrt. Oh, okay, mit dem sollten wir das dann vielleicht gar nicht erst probieren. Da war es entsperrt. So, wir haben können Trampler. Ja, und Trampler können wir noch mal probieren. Ich verstehe nicht, was da das Problem ist. Also das Überbrücken sollte immer funktionieren. Wenn die nah an einem dran sind, außer die sind halt auf dich angefixt, dann kann ich das ja verstehen. Dann ist das ja alles kein Ding. Aber... Nein, da hat er nichts. Dann wir mal nach dem Eichhörnchen Ausschau halten. Ah. So ein Trampler. Das Ding ist, ich muss mich irgendwie an einen Trampler ranschleichen. Das könnte ein Problem werden. Wir hier? Glaube ich brauche keinen Dachsknochen, ne? Nee, glaube ich brauche ich nicht, aber wir können, es schadet nicht, wenn wir hier mal wieder was zerlegen. Wir gönnen dir mal so einen Dachsknochen hier. Tja. Ich bin halt so gar nicht irgendwie hier deckungsbereit, ne? Das ist halt so gerade mein Problem. Wenn er jetzt... Ja, wo müsste er jetzt hingehen, damit ich ihn gut kriegen kann, ne? Das ist die Frage. Und hier kann ich jetzt warten. Und bei den meisten stecke ich das Ding in die Poperze rein. Oh, okay. Er gräbt da jetzt, okay. Das könnte jetzt meine Chance sein. Überbrücken. Okay, er schnappt sich jetzt. Den kleinen. Jetzt muss ich da auch rein. Weil ich muss ja meinen. Er ist ja jetzt gedamaged. Ich muss ihn jetzt... Das macht mir keinen Schaden, ne? Oh, das macht mir doch Schaden. Okay. Aber bleib hier. Ich muss dich reparieren. Bleib hier. Habe ich ihn jetzt repariert? Ich glaube ja. Wo ist meiner? Da. Hey, Kumpel, warte mal. Oh ne, du bist doch nicht meiner.
Hey, warte, warte. Nein, nein, oh. Reparier dich. Ich repariere ihn, weil ich investiere gerade Scherben. Okay, ich habe ihn repariert. Das ist alles das, was zählt. Und lass meinen Kumpel da in Ruhe. Lass ihn in Ruhe. Mitten ins Ziel. So. Den habe ich. Boah, er hat auch noch mal was abgekriegt. Jawoll, ja. Guck mal. Das war's. Jawoll. Du bist wieder okay. So, vollständig geheilt. So, siehst du, so einfach geht das. So soll das sein. Und jetzt suchen wir uns noch einen. Noch ein Viech, was wir jetzt hier... Pierschei, den finde ich ja eh nie. Wir haben im Endeffekt... Donnerkiefer, ja! Oder ein Schnappmaul. Kann ich ein Schnappmaul? Kann ich das? Ja, ne? Ja. Komm mal, versuchen wir ein Schnappmaul. Weil bei einem Donnerkiefer ist es ja so. Der ist ja alleine da, ne? Und ich würde gern. Die gehen natürlich auch. Er hier. Der Plünderer geht auch. Den kann ich auch überbrücken. Oh, da ist das Schnappmaul. Müsste nur mal gucken, ob er das da hinten mitkriegt. Nein! Schnappmaul, geh weg. Ich will ihn da hinten. Das heißt, ihm hau ich mal einen Pfeil an den Kopf. Hab ich dich. So. Hallo. So. Aua. Ach, hier sieht man mich. Okay, das ist schlecht. Eigentlich irgendwo hin, wo man mich nicht sehen kann. Das ist ja überhaupt kein hohes Gras. Was ist das denn für ein Scheiß? Da kommen sie. Hier. So. Wo ist mein Freund? Ein Eichhörnchen. Nix gebracht. Ich guck mal, ob ich mich jetzt an ihn anschleichen kann. Ich habe keine Steine mehr. Was für ein billiger Scheiß ist das denn? Hier ist aber auch nichts, wo man sich...
Oh fuck, er kommt ja auch hier hin. Hab ich gesehen. Okay, oh wow, das war knapp. Okay, komm hier hin. Ja, komm hier hin. Ich komm hier raus. Ja, ja. Ich glaube, er darf mich nicht mehr suchen. Aber er muss jetzt einfach weggehen. Dann kann ich ihn... Bis jetzt kann ich nur stiller Schlag machen. Das will ich ja nicht. Geh einfach jetzt. Jetzt darfst du gehen. Dreht er sich wieder um. Das ist aber halt echt misstrauisch, ne? Oh, er wäre beinahe. Das ist halt schon wieder so ein schwieriges Timing hier, ne? Yo. Gehen wir mal jetzt woanders hin. Blöd ist, ich habe keine Steine mehr. Kann ich jetzt nicht weglocken. Es tut mir leid, dass das so lange dauert immer, ne? Ja klar, jetzt geht er hier lang. Ja, gleich hat er mich. Na, wenn du so weiter... Jetzt hau doch einfach mal ab. Hier ist doch echt nichts mehr. Ja, wow. Jetzt hast du es auch endgültig geschafft, ey. Ja, ja, mit dir klappt's nicht. Ich hab's ja verstanden. Mit dir klappt das nicht. Du willst nicht. Gut, komm hier aus. Dann müssen wir uns jetzt irgendeinen suchen, mit dem das klappt. Nehmen wir jetzt einmal hier wieder meine Steine auf. Vorne liegt ein Schnappmaul. Frage ist, wo ist das Maul? Das ist der Schwanz. Okay. Wir haben die Jagd des Neuen. Na, eigentlich ist die Jagd gerade nicht vorbei, weil wir werden gejagt. Okay. Aber es scheint ja auch super zu klappen. Das ist halt sowas, was echt nicht geil ist, ja. Immerhin habe ich wieder Steine. Bricht er jetzt ab. Ich weiß nur nicht, wo ich bei einem Schnappmaul den Stift ansetze, sozusagen. Vor allem, warum geht das da hinten hin? Ja, moin. Hat ja super geklappt.
Ja, klasse. Ich werde es offline probieren. Ich habe da jetzt auch keinen Nerv mehr zu. Ich weiß auch nicht, welche Tiere man jetzt hier noch nehmen kann, wenn ich ehrlich bin. Ihn haben wir. Einzige, was wir noch machen können, ist tatsächlich der Donnerkiefer. Komm, das probieren wir noch. Dann nehmen wir halt den Donnerkiefer, dann schwächen wir den vorher, dass wir ihn reparieren können. Es ist echt, also es ist eine nette Challenge, das zu schaffen, so, ne? Aber es ist halt auch irgendwie ein bisschen nervig. Aber einen Donnerkiefer können wir überbrücken, das weiß ich ja. Dann müssen wir ihn nur noch reparieren. Das heißt, wir schießen jetzt auf einen. Da hinten ist er. Also er hat jetzt Schaden gekriegt. So, das ist sehr gut. Also der nächste Schritt ist jetzt, an ihn rankommen und ihn überbrücken. Ja, was geht ab? Das wird auch ein Spaß werden, den jetzt zu überbrücken. Weil der ist halt auch viel schneller als ich, ne? Selbst wenn der jetzt gleich einfach marschiert. Marschiert da unten lang. Das ist natürlich gut, da kann ich mich hinstellen. Da, hier. So, hier platziere ich mich jetzt. Jetzt versuche ich ihn zu überbrücken. Hier läuft er ja praktisch schon an mir vorbei. Ja, hat gut funktioniert. Dankeschön. Ach, ich kann das nicht leiden. Okay, hier wollte ich eigentlich hinflüchten. Schön. Ja. Alles klar, Donnerkieferchen. Ich will ja auch gar nicht gegen ihn kämpfen. Ich will ihn ja einfach nur überbrücken. Mir ist das ja gar nicht, was ich will. Aber ich glaube, das werde ich offline machen. Das macht so keinen Sinn. Auch irgendwie blöd zum Zuschauen, glaube ich. Ja, ich lasse es so. Ich versuche es offline und dann sehen wir mal, wie das wird. Also, nächste Folge wirklich. Hauptmission. Ja, und dann halte ich an mich, was diese ganzen Nebendinger angeht. Und dann machen wir wirklich Hauptmission. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Ciao, ciao.